Willkommen zu ein paar Timulia 101s. Keine Ahnung, was der Typ macht, also was das werden soll, wenn es fertig ist. Ich wollte heute mal rausfinden, wie scheiße ich in 101s bin, nachdem ich jetzt über zwei Wochen kein Minecraft mehr gespielt habe, weil ich war im Urlaub. Der Typ drückt auch ziemlich stabil, muss ich ihm jetzt mal lassen, so. Ja, und ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub, ich habe da gefilmt, plant, dass ein paar Videos aus dem Urlaub kommen werden. Ich habe so oft schon Vlogs versprochen, das heißt, ich werde euch diesmal einfach keinen Vlog versprechen. Okay, Leute, ich wollte jetzt gerade eigentlich irgendwie das Troll sagen, wenn wir das schaffen, dann schneide ich irgendeine retarded hohe Zahl. Schneide ich den Amerika-Vlog. Erstmal auf Serious-Basis, wenn wir dieses Jahr... Das ist die Frage. Komm. Ja, Leute, wenn ich dieses Jahr, wir haben noch ein knappes halbes Jahr, die 500 Abos knacke. Ich weiß, das ist extrem hoch, aber wir können es ja mal versuchen. Wenn ich dieses Jahr die 500 Abos knacke, dann verspreche ich euch, werde ich den USA-Vlog schneiden. Und zwar wirklich so auf krank, wie ich das irgendwie hinbekomme, Basis. Es klingt nach extrem viel, aber wenn ihr mir ein bisschen helft, dann ist es, glaube ich, machbar. Ich meine, keine Ahnung, aber ich werde für den Amerika-Vlog wahrscheinlich ewig und drei Tage brauchen. Leckt er? Leck ich? Warum lag ich so? Ah ja, wir haben alle einen scheiß Ping gerade, lol. Also, I don't know, ich will auf jeden Fall auch was zu den 100 Abonnenten machen. Aber ich dachte mir so 500 Abonnenten. Das wäre schon geil. Und ich meine, ihr könnt mich sehr gerne irgendwie, wenn ihr den Stuff teilt, dann ist es, glaube ich, nicht unmöglich, dass man das schafft. Also, I don't know, auf Twitter retweeten oder halt an irgendwelche Leute senden, falls euch irgendwer einfällt, dem das Stuff halt gefallen könnte. Deutsch? LK.mp4. Gefallen könnte, dann könnt ihr mich auch sehr gerne teilen. Der Typ drückt sehr interessant. Und by the way, selbstverständlich dürftet ihr euch auch einen Abo-Special wünschen. Und though, ja, ich habe in über zwei Wochen kein Minecraft. Ziemlich fatal. Alles klar, Digga, spam ich mit dem Bogen, der kein Damage macht. Ich würde mal die Aufnahme auch langsam gerne irgendwann dieses Jahrtausend noch beenden. Weil bei mir im Zimmer sind es 33 Grad, aber meine Klimaanlage ist in Aufnahmen etwas zu laut, als dass ich die laufen lassen könnte. Ach so, was ich auch noch anmerken wollte, ist, ich fand's offen gestanden etwas schade. Digga, lag ich jetzt... What the fuck? Was ich anmerken wollte, was ich etwas schade fand, offen gestanden, ist, dass dieser Typ wirklich reinsweatet, als wäre es ein verficktes Leben. Noch mehr, dass ich hab im Urlaub habe ich ein paar alte Aufnahmen genommen und die halt geteilt, was ich sowieso schon lange machen wollte. Ich muss halt einfach sagen, ach Digga, ich habe keinen Bock auf den Typen. Der Typ gefällt mir. Lost. Was ich halt schade fand, war, ich habe an den Videos so lange gesessen und gerade diese GTA-Stream-Highlight, das war, glaube ich, so unterhaltungstechnisch, comedy-technisch, das war, glaube ich, legit das beste Entertainment, was ich in meinem Leben auf diesem Kanal gebracht habe und allgemein in meinem Leben. Ich habe da, bis ich damit fertig war und hier nochmal Feinschliff und da nochmal Feinschliff und Version 1 und Version 2 und Version 3 und sowas, bis ich damit dann finally zufrieden war, weil ich das halt so eine geile Aufnahme fand, da habe ich zwei Monate oder sowas gebraucht. So, und ich habe halt wirklich Stunden über Stunden über Stunden über Stunden damit verbracht, das zu schneiden alles. Und einer von uns beiden laggt oder der Server laggt mal wiederum. Ich fand es halt einfach unheimlich schade, dass die GTA-Highlights so extrem untergegangen sind. Ich glaube, die haben teilweise zwei Klicks bekommen. Also das fand ich so verdammt schade eigentlich. Weil ganz ehrlich, ich hab die auch damals Jonas geschickt, weil Jonas gesagt hat, dass ich nichts zu krasses von ihm verwenden soll, dass er das dann halt nochmal checkt. Er hat selber gesagt, er hat sich das angeschaut, das war eine knappe halbe Stunde. Und er sagt, er hat in einer Tour nur gelacht. Muss halt auch, also ich muss wirklich sagen, ich meine, ich lobe ja eigentlich nicht irgendwie so krank, was ich auf dem Channel jetzt mache oder sowas. Oder, also hoffe ich zumindest, I guess. Aber ich muss sagen, das fand ich wirklich, das ist halt wirklich, das sind wirklich echt geile Sachen. Da fand ich es echt extrem schade, dass das so untergegangen ist. Also wenn ihr mir eine Freude machen wollt und reportet mal den Typen. Naja, also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, schaut euch mal bitte einfach die Stream-Highlights an. Ich verspreche euch, dass ihr es nicht bereuen werdet, weil der Stuff ist wirklich geil. So, und jetzt, ich würde mal behaupten, das ist der letzte Fight. Ich glaube, der Typ ist nicht unmöglich, außer ich stelle mich natürlich an wie ein Behinderter. Ich stelle mich an wie ein Behinderter. Ja gut, der Fight ist verloren. Danke dafür. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über ein Like, über ein Kommi und ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviert auch auf meinem Twitch die Glocke, um keine Streams zu verpassen. Und folgt mir dann natürlich auch. Folgt mir auf meinem Insta und Twitter. Das ist alles samt in einem Paket in der Beschreibung verlinkt. Ich habe gerade gegen mein Mikro geschlagen, dafür möchte ich mir einfach mal gratulieren. Schaut euch die Streaming-Highlights an, wenn ihr mir eine Freude machen wollt. Und teilt meinen Kanal sehr gerne. Das würde mir
eine Freude machen. Würde mir weiterhelfen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Oh, so